Sechsklässler sind totale Penner. Das ist eine sehr wichtige Information, ehrlich gesagt, ja. Oh, hey du, die Jungs und ich machen in der Sporthalle Therapieübungen. Kommst du hin? Okay. Oh Gott, ehrlich. Hier kommen wir noch nicht lang. Das haben wir ja schon. Okay, na dann. Okay, das wird so übel. Ich weiß es jetzt schon. Hey, Neuer, komm rein und setz dich. Oh Gott. Okay, wir haben hier einen kleinen Disput, okay? Craig und Tweak wollen die Therapie nur machen, wenn du dabei bist, Neuer. Okay, also, Craig, was möchtest du Tweak sagen? Ich glaube, er sollte eher mir was sagen. Okay, okay. Tweak, willst du anfangen? Wenn er so zickt, habe ich ihm nichts zu sagen. Okay. Okay, Neuer, magst du dich dann vielleicht dazu äußern? Okay, das läuft nicht gerade gut. Hä? Okay, Jungs, wie wär's mit einer Übung? Ein paar Kinder unterstützen uns dabei. Bei einer Therapie müssen wir erst einmal unsere Verbitterung loswerden. Okay, also raus mit der Verbitterung. Komm her, Verbitterung. Was? Okay, und in einer Beziehung haben wir auch noch Erwartungen, okay? Denn Erwartungen führen zu Verbitterung, was natürlich Vorwürfe mit sich bringt. Kommt mal raus, Vorwürfe, okay? Und das alles endet natürlich in Quälereien und Abschottung. Ihr müsst also lernen, das alles zu überwinden, okay? Seid ihr bereit? Fertig? Haut ihn aufs Maul! Da sind sie! Tweak, Craig, prügelt ihnen die Scheiße raus, du auch, Neuer! Was? Was geht denn bei dem nicht klar? Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Hau rein, Neuer. Was soll das? Okay, wir können alle drei treffen, sag mal. Ja, schnapp dir das Arschloch. Ein Sturm zieht auf. So. Und die zwei da hinten? Wie schmeckt dir das? Ja, reicht nicht an dem Scheiße. Wie kann man nur so tot sein? Mikroaggression. Schlag ihn. War knapp. Was unzufriedene Ohrfeige? Gutes Gefühl, was? Oh Scheiße, niemand mag Quälereien. Achtung, Quälereien packen diese Tricks aus. Noch ein weiterer Vogel. Und schon wieder Verbitterung. Super Craig, der okay. Stümper Craig. Okay, Donnertrottel. Und tschüss. Wieder Faustschlag. Oh, ein weiterer fieser Move von Abschottung. So. Da gibt man noch. Wenn man über hier stehen. Wird ein bisschen Rückstoßschaden. Wenn der noch Status hat, dann müsste er eigentlich gleich down sein. Ach komm! Oh Gott! Ah! Ihr müsst zusammenarbeiten, wenn ihr alle Erwartungen eliminieren wollt. Tweak, er hat recht. Wir werden diese Erwartungen und alles andere nur dann los, wenn wir es zusammentun, verstehst du? Craig! Craig, lass es uns tun! Meine Sturmwinde soll dich bestrafen! Das haut bis auf einen alle um. Was? Und dann hau rein. Ach, die machen das jetzt zusammen. Was? Was ist denn daneben? Das war wundervoll, Junge. Jetzt mach den Rest fertig, okay? Alter. Hau drauf. Und tschüss. So,
Inklusion, aber mit Inklusion. Triumph des Herzens runter? Oder minus? Charakterbogen von Supercat, Charakterbogen von Wonder Tree. Geil! Und $15. Nebel! Geht's euch nicht besser? Ach, irgendwie schon. Mir auch! Okay, kommt jederzeit immer wieder, wenn ihr Therapie braucht. Nein. Das war's dann. Danke für deine Mithilfe, Neuer. Nein. Ja, fickt euch Erwartungen. Was? Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber wir wollen es beide versuchen. Komm, Craig, ich hol deinen Laptop. Es ist unser Laptop, Tweak. Ja, geht doch nicht. Okay, das ist schon ein bisschen krass. Okay, dann gehen wir mal gucken, was der Kuhn jetzt für uns hat. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Ja, es ist Zeit. Wir sind jetzt bei Quicks, aber es ist... Achso. Die Yaoi finden. In der Zeit hätte ich vielleicht brennen, lieber schnell. Dankeschön. Wir sehen uns. Jupp. Ja, doch, das war es schon sein, oder? Genau. So, wollen wir schauen. So, immer noch keine Mädchen erlaubt. Hier. Keine Mädchen erlaubt. Gut. Ach. Keine Mädchen erlaubt. Der Weiberlook ist eigentlich seit... Hier ist der Arschlot. Super Arbeit. Die Freedom Poser checken null, dass du sie gefickt hast. Was los? Wie läuft's da draußen, Arschlot? Alles bestens? Na gut, setzen wir uns mal. Okay, Leute, hört zu. Arschlot hat herausgefunden, dass die Freedom Pearls heute Abend in das Polizeirevier einbrechen. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das Polizeirevier? Wir können nicht die Polizei ausschalten, spinnst du? Ja, lass das doch die Freedom Pearls machen. Das geht nicht, Leute. Wieso nicht? Weil ungefähr um 10:30 heute Morgen Classy von der Polizei verhaftet wurde. Woher weißt du das? Yo, what the fuck, ihr kleinen Pisser mit euren scheiß Caves wolltet mich doch beschützen. Ich hab nur einen fucking Anruf. Ihr Nigger kommt jetzt sofort her und holt mich hier raus. Scheiß mächtigen Superhelden-Spasten. Oh. Wir müssen ja helfen, Leute. Wir haben es versprochen. Wenn wir die Freedom Pearls das alleine machen lassen, stehen wir als Trottel-Franchise da. Aber wieso sollten sie mit uns zusammenarbeiten? Du vergisst, dass Wunderarsch jetzt auf Kumpel mit den Freedom Pearls macht. Arschlot bringt sie dazu, das Erdgeschoss des Reviers anzugreifen. Währenddessen schleichen wir uns rein und holen Classy raus. Die Freedom Pearls werden wahrscheinlich sterben wegen uns. Und dann wäre welches Superhelden-Franchise die Nummer 1? Wir haben es Classy versprochen. Ab nach Hause ins Bett. Wir haben heute Nacht Großes vor. Das wär's, Arschlot. Wart auf eine Nachricht von den Freedom Pearls. Okay, das wird übelst in die Hose gehen. Was ist denn noch? Was? Noch eine Klasse? Schon wieder dieser Dackelblick. Willst du mich eigentlich verarschen? Ach, komm schon. Gut. Schwenk dir das ab. Du bitte, Fall noch eine Klasse. Bitte, Kuhn. Bitte. Es tut mir leid, was mit deiner Mutter passiert ist. Ich weiß, du willst das abhaken, aber... Oh. Ach, komm schon, bitte. Nein, ich weiß nicht, wie das ist. Schon gut. Schon gut. Vielleicht kriegst du doch noch eine Klasse. Ja, geil. Sind da gerade neue Klassen dazugekommen? Kampfsportler. Kampfsportler tritt und schlägt das Verbrechen nieder. Außerdem beherrscht er Rückstoßangriffe und fortgeschrittene Schnitttechniken für... Was? Bonsai-Bäume? Was? Warum? Pflanzmagier. Besitzt die Gabe, den Verlauf des Kampfes zu kontrollieren, indem er Heilung und Verstärkung benutzt. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Gadgetmeister, nee, den brauchen wir nicht. Psychiker. Gadgetmeister besitzt eine riesige Sammlung explosiver Spielzeuge aus dem Guy-Mall-Katalogen, den er Freunde beeindruckt, Gegner zu verzweifeln bringt. Immer das sinnlose Geschütz
So, wir können es uns ja angucken, ne? Meister wie Iron Man, nur nicht so cool. Einmal dieses. Ein Special-Angriff, dieses sinnlose Geschütze. Dann sieht das aus wie eine Attrappe. Linke und das rechte, keine Ahnung, irgendwie Schocken. Der Meister hat ein Headport auf einen Sinn für Dringlichkeit. Psychiker, Elementarist, Brutalist. Dann wir nehmen den Brutalisten, oder? Um noch ein paar Stärkeangriffe zu kriegen. Brutalist, wie das Ding oder ein angepisster Batman. Speedster, ein Speedster. Super schnell und. Naja, super schnell. So. Das ist ein wichtiger Moment in deinem Superheldenleben. Ich hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Ja. Gadgetmeister. Der Meister ist kein Fall. Magier, wie Poison Ivy oder Groot. Dann zwei Heilangriffe, ein auf Distanz und ein, der übelst auf Fläche geht. Könnte eigentlich gut sein. Entscheide dich, ein Kampfsportler wie Gabi Iron Fist. Gadgetmeister. Pflanzmagier. Gadgetmeister. Nimm Brutalisten. Brutalisten. Das Ding ist ein angepisster Batman. Du lagst im Bett und hörtest deine Mom schreien. Du gingst in den Flur. Als Brutalist knacktest du mit den Knöcheln und machtest dich bereit. Deine Antwort war ein gezielter, brutaler Schlag. Okay. Zurückgeschlagen drehte sich sein Kopf. Scheiße, bist du ein Superheld oder so? Schwach schlug er zurück. Als er schon in den Seilen hing, stürzten sich von hinten zwei weitere Schurken ins Getümmel. Also wandtest du dich deinen neuen Gegner zu. Deine Abwehrtechnik schließt den einen Einbrecher in den anderen. Du hältst dich für stark, aber du hast keine Chance gegen meine super Drogenabhängigkeit. Der erste kam zurück und boxte dich. Sie hatten dich da, wo sie dich wollten. Wir haben dich genau da, wo wir dich wollen. Wow. Was wirst du jetzt machen, Superheld? Doch sie freuten sich zu früh. Dein Darm entfesselte eine mächtige Dröhnung. Was? Geht? Okay, der Angriff könnte sich lohnen. Ah, ich ertrag's nicht mehr. Einer der Schurken war so angeekelt, dass es ihn buchstäblich erledigte. Nach der Flucht seiner Gefährten kam der größte, hässlichste Eindringling näher. Er vergrub seine Fäuste in dir. Doch so reizte er nur dein tiefstes Inneres. Was absolut Brutales. Okay. Vernichtende Schläge. Könnte die Kraftgegner immer ausschalten? Das wäre echt praktisch. Du schießt blitzschnell zum Schlafzimmer deiner Eltern und stürmtest hinein, um deine Mom zu beschützen. Zu spät, dein Dad hat sie gefickt. Oh. Das muss dich innerlich zerreißen. Wie Menschen einander das antun können, es tut mir so leid. Egal, wir haben heute Nacht was vor. Wir sehen uns beim Revier. Mehr gibt's nicht zu besprechen. Ich melde mich, wenn deine Eltern glauben, dass du schläfst. Ja. Kannst du mir ablegen? Ja. Adlerbogen vom Kuhn, geil! Oh, falsch. Geh nach Hause. So, sehr hübsch. Ah, ja. Hey, hallo. Der Blick. Das müsste ja unser Haus sein, ja? Okay, geh in dein Haus, geh ins Bett. Nicht zu essen heute? Hi. Alles gut, Schatz. Ich hab noch was im... Ja. Wir kriegen gar nichts zu essen heute. Das ist aber echt unfair. Oder was in unserer Kiste? So, ist die blöde Konsole endlich mal bereit? Ja, komm schon. Na gut. Bis heute Nacht. Schätzchen, du hast dein Abendbrot vergessen.
Mami hat es für dich auf den Tisch gestellt. Komm, Schätzchen, isst dein Abendbrot. Hast du unserem Kind schon wieder dieses Zeug ins Essen getan? Halt dein scheiß Maul! Hast du dir mal überlegt, dass das Nebenwirkungen haben könnte? Du, was fällt dir ein? Du weißt so gut wie ich, dass sie das... Da! Du versoffene Hure! Was, Alter? Scheiß Käfer! Wie kannst du von unserem Kind verlangen, sich zwischen uns zu entscheiden? Du hast dir das Zeug doch auch ins Essen gemischt. Niemand muss sich hier zwischen irgendwem entscheiden. Geh runter und iss dein Abendessen, Schatz. Alter, was? Was ist mit dem Essen? Ich will das. Was? Alter. Was mischen die da rein? Okay. Was zum Teufel mischen die da rein? Warte mal, vielleicht können wir auch mal gucken. Schade. Wir erfahren es vielleicht. Also nicht an und komm raus. Schnell, die Nacht wartet. Cooles Zimmer. So. Jawohl. So, Folge Mysterium zur Polizeistation. Aber ich glaube nicht, dass wir einfach so rauskommen. Wahrscheinlich werden unsere... Ja, der hat wieder randaliert. Die Tür ist noch offen. Wo liegt der jetzt wieder rum? Hat die alte wieder randaliert? Alter. Okay, die Tür ist offen. Na endlich. Weißt du, wie schwer es ist, geheimnisvoll auszusehen, wenn man in einem scheiß Garten rumsteht? Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion Spinner-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst es bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Alter, was geht dir nachts ab? Redest nicht gern drüber, ne? Schon okay. Kann ich verstehen. Gehen wir zum Polizeirevier und suchen die Beweise. Lina, wo musst du hin? Lina! Lina, es tut mir leid. Was geht denn hier nachts ab, Mann? Das ist ja nicht normal. Mann, bitte nicht. Ich bin dazu abgesprochen, bitte. Bitte kein Hausarrest. Es tut mir leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, nein. Okay, okay. Du musst mich kriegen, um mir Hausarrest zu geben. Was? Was? Wow, die Erwachsenen in dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Hey, yep. In die Fresse! Halt Abstand von mir, Arschloch! Hey! Ich versohle dir den Puppen. Bitte! Hey, was habt ihr hier zu suchen? Es ist schon längst Schlafenszeit. Geht ins Bett! Eine blöde Frage, wo ist denn Randy? Wenn die da draußen besoffen rumrennt. Was hoffst du, Max? Ah ja! Was für Arschlöcher! Geh Randy rein. Aber wenn... Und die schon bis auf den draußen rumrennen. Wo ist dann Randy und was macht das der bitte? Ich dachte mal, das ist nicht normal. Hat er dem Kraft von den Türen geschissen? Alter, das ist echt mysteriös. Und von Mysterion ist das ein ziemliches Loch. So, hallo. Hey, da sind sie. Guten Plan, Tag. Plan. Sobald wir Polizeirevier sind, starten Toolchat und Wunderasche im Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt Leute, wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen hier einer Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Da, das tun wir auch! Oh na
Nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pearls. Verpisst euch! Leute, Leute! Ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsbeil fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlage ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolshed. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhn-Freunde, die Leiter hoch. Also ich weiß nichts davon, dass okay, er die ganze Schwarzen verhaftet wird. Sieht ihr das mal an. Du kannst mit mir reden. Chaos! Ja. Chaos! Hä? Halt, wir müssen warten, bis die Luft rein ist. Hä? Oh Mann, das passiert wirklich, heilige Scheiße! Ja, ja. Touchet? Kannst du auf mich zählen? Jawohl, weiß. So, Mysterion, was ist hier los? Oh Mann, ja, genau. Richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir Vanucken bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Ja. Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein. Kommt schon, Leute, rein da! Okay. Shit, ein Gangmitglied, der hat ein unschuldiges Kind! Alarm! Das Revier wird angegriffen! Wow, das habe ich nicht erwartet! What the fuck? Nach dir, Neuer. Können wir da rein? Nee, ne? Ist auch kein gelber Griff dran. Schade. Okay, was geht jetzt hier ab? Ja, was machen die nach? Ah, shit. Wir müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Was ist da los? Ich hob den Kopf. Diesmal hinterlassen wir keine Handybeweise. Ach scheiße, wir hätten die Tupperdose austauschen sollen. Und der 5. Wir treffen ja gar keinen. Das ist scheiße. Ja, dann gehen wir hierher und... Wie alt bist du? 9? Dann zählst du vor Gericht quasi als Erwachsener. Und ja, ja. Scheiße. Du bist verhaftet. Au. Oh Mann, nur Scheiße. Diese Dinger sind gefährlich. Ich bin Bulle geworden, um zu feiern, nicht um Kinder zu verprügeln. Geht aber auch. Ja, klingt vernünftig. Geh zurück. Können wir beide? Donnerlichtchen. Der Zwerg hat mir einen Stromschlag verpasst. Hier kommt Mysterio. Okay, Mysterion ist also ein Brutalist. Das ist eigentlich egal. Angriff auf den Metall! Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. So, hier können wir eigentlich... Ding aufstellen. So, gehen wir hierher. Stellen das Teil hier hin. So. Hä, der trifft nicht oder was? Oh, wie sinnlos. Beide zum Bluten und den da hinten haben wir auch. Das Bolt hat mich geschnitten. Sehr gut. Wir brauchen Verstärkung, Mann! Ach, komm schon. Oh, Scheiße, da ist ein schwarzes Kind! Alter! Zeit, ein paar Grundrechte zu verletzen! Au! Oh Gott! Hey, ich lebe noch! Auf den Boden! Nimm lieber ein Burrito zu dir. Heftig Damage. Wo bleiben die Sanitäter?
Mach dich auf Gerechtigkeit gefasst. Perlausfall registriert. Oh oh. Für Liebe und Gerechtigkeit, Wonder Queen! Okay, wir sollten uns leicht heilen. Ja, bald auf Drogen. Er verteilt ordentlich. Wenn wir uns mal Gerald auf Drogen gönnen. Wir gönnen uns mal Gerald auf Drogen. Komm schon. Crime is out of control in our town. Coon and friends are this city's only hope. Alright, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks? Super Craig.